macht noch, das ist gut. Manuel, turbulentes Spiel, hat euer Kapitän gemeint. Ihr seid früh in Rückstand geraten, 2-0. Habt euch dann wieder rangearbeitet, auch in Führung gegangen. Aber dann leider die Führung verspielt noch zum Schluss. Unentschieden ist es ausgegangen. Bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Und wie zufrieden bist du mit der Leistung? Und was sagst du zum Spielverlauf? Ja, mit dem Ergebnis können wir im Nachhinein betrachtet mehr als zufrieden sein. Das Spiel war wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Wir sind sehr schwer ins Spiel reingekommen, mit 0-2 Rückstand nach 10 Minuten. Was sich meiner Meinung nach auch dann im Laufe der Woche so ein bisschen angedeutet hat, dass meine Mannschaft, auch wenn wir nicht wirklich trainieren konnten die Woche aufgrund der Wetterlage, sehr unkonzentriert und fahrig gewirkt hat. Vielleicht natürlich auch durch dem Ergebnis der letzten Woche geschuldet, dass sie da einfach andere Dinge im Kopf hatte. Ich muss dann meiner Mannschaft wirklich alles attestieren, was sie mitgebracht hat. Einen ganz großen Charakter gezeigt, mit Mut und Überzeugung nach 0-2 Rückstand gegen so einen Gegner weiterzuspielen, weiterzumachen, zurückzukommen. Die klar bessere Mannschaft zu sein von Minute 20 bis 40 und vor allem in der zweiten Halbzeit waren wir die spielbestimmende Mannschaft, die dann meiner Meinung nach auch das 4-2 machen muss und dann das Spiel entschieden hat. Und so ist es wie so oft im Fußball. Dann haben wir einen Fehler und holen eine Mannschaft, die eigentlich schon am Boden liegt, wieder zurück ins Spielgeschehen. Daher ist das 3-3 zum Abschluss gerecht, ein gerechtes Unentschieden. Aber ich glaube, mit etwas mehr Glück und etwas mehr Konzentration hätten wir vielleicht auch mehr wie einen Punkt mit nach Hause nehmen können. Du hast es angesprochen, dass deine Mannschaft wegen dem hohen 5-0-Sieg letzte Woche andere Sachen im Kopf gehabt haben könnte. Was könnten das für Sachen gewesen sein? Ja, ich glaube, das ist ganz normal, wenn man dann zu Hause 5-0 gewinnt gegen Schöllbronn, die eine Mannschaft, für die es noch um sehr, sehr viel geht oder gegangen ist bis letzte Woche. Und dass die Jungs da natürlich sich was drauf einbilden und meinen, sie können da einfach ohne was weitermachen, das ist vielleicht auch ein Stück weit Normalität. Ja, da ist das dann auch einfach immer wieder meine Aufgabe, die Jungs auf den Boden zurückzuholen, sie daran zu erinnern, dass wir eine gute Mannschaft sind, aber immer nur eine gute Mannschaft sind, wenn wir einfach die richtigen Tugenden und die Basics mitbringen. Ja. Die Winterpause, wie ist die Vorbereitung verlaufen und wie habt ihr euch auf die Rückrunde eingestellt und was habt ihr euch für Ziele genommen? Ja, die Wintervorbereitung ist überall immer sehr schwierig. Wir haben natürlich jetzt nicht diese Infrastruktur, wie sie ein Kit SC hat, dass wir immer ein Training anbieten können, dass wir immer Top-Bedingungen haben, um unser Programm durchzuziehen. So ist natürlich eine Wintervorbereitung immer so, dass man Sachen plant, Termine plant, Spiele plant, Einheiten plant und manchmal kommt dann einfach die Wetterlage dazwischen und man muss umschmeißen. So war es dann bei uns einfach auch, dass wir teilweise nicht die Anzahl der Spiele haben absolvieren können, die wir uns selber vorgenommen haben. Wir haben es trotzdem geschafft, genügend Einheiten zu bekommen, auch genügend Einheiten auf dem Platz zu bekommen und leider vielleicht nur 4 Spiele zu absolvieren, aber daher hätte es schon besser sein können. Besser geht immer, aber letztendlich müssen wir damit zufrieden sein und das so annehmen. Für die Rückrunde, ich glaube, die Tabelle hatte vor dem Spiel irgendwie 10 Punkte auf Platz 2, also wir sind keine Mannschaft, die jetzt dann hier noch versucht, sich unrealistische Ziele zu setzen. Wir setzen uns Ziele, dass wir den Jungs was vermitteln wollen. Wir wollen daran arbeiten, sie besser zu machen, ihnen einfach Dinge beizubringen für ihr Spiel. Und dann schauen wir von Woche zu Woche. Und letztendlich wünschen wir uns wie immer, dass wir jedes Spiel gewinnen. Und wir gehen auch rein in jedes Spiel, um es gewinnen zu wollen. Das Wollen ist immer die Basis. Und das ist unsere Aufgabe und unser Ziel für die Rückrunde. Es gab ja wegen den Witterungsbedingungen, die ja in diesem Winter relativ verhältnismäßig hart waren, viele Absagen. Inwiefern war das ein Thema für euch? Ja, das ist schon ein Thema. Ich meine, wir haben auch eine Mannschaft, die sich damit Gedanken macht. Wir haben Jungs und haben auch einen Vorstand, der sich da auch immer Lösungen überlegt. Die ganzen Nachholspieltage sind natürlich unglücklich. Da müssen wir uns einfach drauf einstellen und das Bestmöglichste draus machen. Für mich persönlich kann ich froh sein, dass ich einen großen Kader habe und auch einen Kader habe, der relativ zeitflexibel ist, dass wir hier nicht ständig halbe Tage Urlaube einreichen müssen, um Spiele unter der Woche zu absolvieren. Aber ich glaube, in Zukunft müsste man sich über den gesamten Rahmenterminplan Gedanken machen. Nächster Gegner, Neuburg, Weiher. Wie stellt ihr euch auf den Gegner ein und was denkst du, was das für ein Spiel wird? Ja, wir arbeiten am Dienstag erstmal wieder an den Basics, an unserem eigenen Spiel und bereiten uns am Freitag auf den kommenden Gegner vor.
Neuburg war jetzt eine Mannschaft als Aufsteiger, die sich dann nach anfänglichen Schwierigkeiten gefangen hat in der Liga, die einen guten Fußball spielen kann, die natürlich mit Adamas, CDB vorne drin einen überragenden Stürmer für diese Liga haben. Da gilt es, uns darauf vorzubereiten. Trotzdem ist es mir immer persönlich wichtiger, dass wir nach uns schauen und unsere eigene Spielidee durchbekommen. Wie sieht denn deine persönliche Zukunft aus? Bis heute war ja noch nichts bekannt gegeben wegen einer Vertragsverlängerung. Ja, der Vorstand, der sportliche Leiter, die Abteilung und ich, wir hatten sehr, sehr gute Gespräche. Wir wissen gegenseitig, was wir einander haben. Wir kennen uns auch schon über Jahre hinweg. Oder der Verein kennt mich ja noch als kleiner Jugendspieler. Und daher bin ich einfach froh, in Krötzing zu sein. Und wir haben tolle Gespräche gehabt. Und ich bin froh, auch wenn meine Jungs jetzt hier aus der Kamera das erfahren, dass ich nächste Saison auch weitermache. Und ich freue mich einfach auf die neue Saison, auf die tollen Projekte, die anstehen. Und da haben wir noch einiges vor. Manuel, ich danke dir vielmals für das Interview. Vielen Dank auch für die Bekanntgabe und wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön, euch auch. Vielen Dank für die tolle Arbeit.